Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute mal, glaube ich, ein etwas kürzeres Video, denn wie ihr es auch schon in dem Titel gelesen habt, geht es heute um das Garnier Micellenwasser und die Micellenreinigungs... Also ich finde ja das Micellenwasser von Garnier wunderbar. Ich habe mir das jetzt auch zum dritten Mal sogar nachgekauft, weil ich damit sehr, sehr zufrieden bin. Ich gebe das immer gerne auf Wattepads und reinige vor meiner Gesichtsreinigung grob mein Gesicht damit, um einfach Make-up und auch mein Augen-Make-up einfach da schon mal mit diesem Wasser grob, wie gesagt, zu entfernen, und das funktioniert wunderbar. Dann habe ich jetzt vor 2 Wochen die Micellenreinigungstücher entdeckt und dachte mir, ist doch mal ganz praktisch und probiere ich doch einmal aus. Habe ich falsch gedacht. Also Leute, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin offen für eure Meinung, wie ihr das findet, ob ihr es gut oder schlecht findet. Schreibt es mir gerne, denn die Dinger funktionieren überhaupt nicht. Also erstens, finde ich, fühlen die sich total komisch an. Und zweitens, wenn ich da mein Make-up damit entferne, das geht einfach nicht weg. Das ist wie, als hinterlässt das trotzdem so einen Film auf meiner Haut und es wird einfach nicht sauber. Wenn ich natürlich kein Make-up am Tag getragen habe, ist das super einfach mal, um mal drüber zu wischen und es zu reinigen, sage ich jetzt mal, von Talg, Schmutz und einfach vom Staub von draußen einfach die Haut zu befreien. Okay, dann gerne, aber wie gesagt, um Make-up zu entfernen, funktioniert das überhaupt nicht bei mir. Daher bleibe ich auch bei meinen Reinigungstüchern von BB. Ich nehme die immer für normale Haut. Die nehmen mein Make-up wirklich perfekt von der Haut weg. Trotzdem wasche ich danach anschließend mein Gesicht, aber ich verstehe die nicht. Ich verstehe die irgendwie nicht. Es funktioniert nicht. Das war, wie gesagt, nur ein kurzes Video über diese 2 Produkte von Garnier. Wenn euch solche kurzen Videos zwischendurch über verschiedene Produkte gefallen, dann lasst es mich gerne wissen. Dann mache ich das öfters. Es ist jetzt einfach mal so ein Versuch. Ein paar Minuten... Ich kann nicht mehr sprechen. Es war jetzt einfach mal so ein Versuch, ein paarminütiges Video über 1 oder 2 Produkte mal hochzuladen. Und ja, ich bin gespannt, wie euch das gefallen hat. Wenn euch das gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben oder schreibt es mir unten in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Ciao.